Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Gleisbau Simulator 2014. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Gleisbau Simulator 2014 zu Folge 3. Ich muss gerade hier alte Schienen entfernen und bin ein bisschen durcheinander. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder ein Stückchen fahren. Da seht ihr, habe ich schon zwei Schienen gelöst. Ich weiß aber nicht... Oh, wartet mal, jetzt kann ich ja gar nicht mehr darüber fahren, oder? Scheiße. Oh Gott. Moment. Stopp! Zurück. Die neuen Schienen liegen schon bereit. Ja, ist gut. Dann bleib halt stehen. So, dann versuchen wir da unsere... Ah, das geht natürlich nicht. Ich kann keine Schienen lösen, auf denen ich stehe, glaube ich. Jetzt, wenn ich Pech habe, komme ich über diese Lücke gar nicht mehr drüber. Schauen wir mal, ob das geht jetzt hier. Das ist ein ziemliches Gefrickel, wenn er mich fragt. So, da ich jetzt aber nicht weiß, das scheint mir aber... Woher weiß ich, welche ich entfernt habe und welche nicht, ja? Also, losgeschraubt habe. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Okay, dann müssen wir es anders machen. Plan B ist jetzt, logisch, wir müssen jetzt eine neue Schiene holen und die müssen wir dann da anbauen. Wie geht das jetzt wieder hoch, das Scheißding? So. Okay. Ist das rot? Warum wird das nicht gelb? Weiß der Geier, ey. Ich muss doch jetzt hier irgendwie die neue Schiene dann daran machen, ne? Ah, jetzt, okay. Die haben wir jetzt angehängt. Jetzt müssen wir wieder umschalten und müssen erstmal da hinfahren wieder, ne? Das machen wir am besten mit einer Kameraperspektive, weil sonst weiß ich ja nicht, wo ich anhalten muss. So, das dürfte... Nicht so weit. So. Ah, was haben wir hier? Na. Ja, ist etwas höher bitte. Jetzt können wir hier die neue anbauen, hoffe ich. Ausfahren, weiter ausfahren. Ne, brauchen wir gar nicht. Also hier aus der Perspektive ist das ein bisschen knifflig. Versuchen wir es mal auf die Tour. Jawohl. Ach, sag jetzt bitte nicht, dass ich jetzt ganz da weit vorfahren muss wieder. Leck mich doch. Das muss doch so gehen, ne? Oh Gott, scheiße, zu kurz. Ach, Mist! Okay, wir müssen ein Stück weiter vorfahren. Nicht zurück, Herr Frenkel. Nicht zurück, vor. Nicht so weit, sondern das ist zu weit. Ein Gefrickel hier. So, M. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Muss das wieder ein bisschen einfahren wahrscheinlich. Ich bin so gut! Naja, es geht, oder? So, jetzt brauchen wir hier noch die zweite neue. Schauen wir wieder, dass wir das irgendwie so anpassen, dass das funktioniert. Wird es endlich grün hier? Shit. Nicht so einfach, wie es aussieht. Es sieht gar nicht so einfach aus, ne? Aber. Mann, leck mich! Wie geht das besser so vielleicht? Warum geht denn das jetzt nicht? Blöder Mist. Hä? Das wollte ich nicht. Weiter raus vielleicht. Das ist immer noch rot. Jetzt habe ich sie! Alles klar! Höher. Rüber. Meine Fresse, das ist mal ein hochrealistisches Spiel hier. Ich bin ganz begeistert. Wenn ich nicht immer mal aus Versehen die Tasten verwechseln würde, wäre das alles noch viel besser. So, runter. Sehr schön. Jetzt können wir ein Stück weiter fahren, glaube ich. Nur, wo fängt jetzt die neue Schiene an? Die andere, die ich jetzt noch nicht ausgewechselt habe. Woher weiß ich das? Ist das Gefühlssache oder was? Kein Weiterkommen. Ach was. Muss ich jetzt da noch was schrauben? Wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße, das ist ja ganz schön kompliziert. Komm, steig aus, Junge. Das ist das Falsche. Ich werde wohl
Ach nee, den Schrauber, den... Och. Kacke. Wo ist denn der? Ich muss die wahrscheinlich jetzt erstmal die neuen Schienen noch festschrauben. Ah, okay. Leertaste drücken hier. Ich stehe da ein bisschen hinter dem Baum. Leertaste drücken, um Notlaschenverbinder an hinteren Schiene anzubringen. Jawohl. Wie geht das jetzt hier? Ich sehe so schlecht hier durch diesen komischen, verfickten Baum. Ich kann aber auch nicht rumscrollen. Warum geht das jetzt nicht? Ich bin verrückt, ey. Okay, versuchen wir es mal hier. Aha. Muss ich das verstehen oder muss ich das jetzt verstehen? Wenn ich die beiden hier abgemacht habe? Anbringen. Habe ich doch jetzt, oder? Jetzt müsste ich doch weitermachen können, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Oh Mann, ey. Ja gut, das sieht auf jeden Fall jetzt anders aus als vorher. Fahren wir mal da ein Stück weiter. So, und woher weiß ich jetzt, wo ich anpacken muss, welche Schiene ich da jetzt, das kann eigentlich... Moment, Moment. Das kann eigentlich nur hier sein. Das müssen wir jetzt ausprobieren, hilft ja nichts, ne? Wenn ich Glück hab... Ja, wenn ich Glück hätte. Wenn ich Glück hätte... Blöder Mist! Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Woher weiß ich denn jetzt, welches die richtige Schiene ist? Hm. Ah. Das sieht mir aus wie eine Ritze hier. Eine Ritze zwischen den Schienen. Das heißt, ich muss ein Stück zurück dann wahrscheinlich nochmal. So, das müsste jetzt stimmen. Bleib stehen! Bleib stehen, Schlampe! Nein, nicht so weit! Stopp! Stopp! Mann, so. Ah ja, genau. Ist er so schlau, der Harald? Der Opa. Hat er das doch noch hingekriegt. So, jetzt müssen wir das auf grün kriegen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier wirklich eine alte Schiene ist. Moment. Ja... Alte Schienen entfernen, neu. Muss ich jetzt nicht die irgendwas losschrauben oder habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich schon gemacht, ne? Sonst wäre das ja jetzt nicht. Sonst wäre das ja jetzt nicht da, dieses Ding. Dieses Nupsi-Teil da, was mir anzeigen soll. Warum kriege ich das nicht grün? Ich muss mal rüber gucken hier. Das ist jetzt rot. Fahren wir ein Stück vor noch. Habe ich einen Denkfehler? Irgendwie? Muss ich irgendwie doch noch was... Ah, ja! Zack! So, die haben wir schon mal weg. Und dann geht es ja fix! So, und jetzt müssen wir wieder zurück mal, damit wir besser sehen können hier. Jetzt müssen wir nämlich die neuen Schienen da hinbauen. Mal wieder. Lalala. Muss ich die Kameraperspektive wieder wechseln? Sonst sehe ich das nicht richtig! Das ist total bescheuert hier mit diesem Zoom, mit diesem... Geht das jetzt wieder nicht, oder was? Ja, lecco mio! Ja, also! Jetzt höher! Geht grad nicht, was ist jetzt los? Leck mich doch, jetzt geht's überhaupt nicht mehr, weder hoch noch runter, oder wie? Was denn jetzt los? Hallo! Verfickte Hühnerkacke! Haben wir es nochmal losgemacht? Was gibt's denn hier? Was da jetzt los? Warum kriegen wir das jetzt nicht weg? Probieren wir es mal mit dem hier. Was ist denn jetzt hier? Es funktioniert nicht! Aussteigen mal. Wieder einsteigen. Das hängt fest und ich weiß nicht warum. Mal schauen, ob das da irgendwo... Was ist jetzt das Problem? Ich weiß es nicht. So,
rot. Dann ist ja irgendwie klar, der Haken ist irgendwie daneben. Aber warum? Ankoppeln kann ich sie? Und jetzt geht's. Keine Ahnung warum. Egal! Man muss eben mit den Tücken des Alltags leben. Auch als Gleisbausimulator, als Gleisbauer, meine ich natürlich. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie zurechtschubsen noch. Nee, so wird das nichts erfängt. Das muss schon ein bisschen nach vorne jetzt hier. Ja, die Perspektive ist manchmal nicht ganz glücklich. Aber zum Glück kann man sie ja hin und her schubsen. Das ist ja immerhin etwas wert. Komm jetzt runter. Geht denn das jetzt wieder nicht? Ein Gefrickel hier! Habe ich das schon mal erwähnt? Okay, das muss jetzt natürlich ein bisschen weiter zurück. Du Scheißschiene, du Blöde! Komm! Warum macht er das nicht? Jetzt ein Blech! Hat das alles nicht so einfach. So. Das Ding hier kommt jetzt noch dran. Jetzt hängt das Ding wieder. Ob's mich angöckt hier langsam? Ob's mich langsam aufregt? Ob ich langsam einen Hals krieg? Irgendwas mache ich falsch wahrscheinlich. Ihr hört ja, ich drücke jetzt die Pfeiltasten, mit denen ich eigentlich den Kran hier bewege. Genauso hier, jetzt so geht's ja mit den Pfeiltasten. Ah, machen wir mal so, vielleicht ist das besser. Nö, hängt. Er hängt und ich weiß nicht warum. Irgendwas stimmt da nicht. Ob's mir auf den Sack geht, ob die ihre Scheißschienen gleich selber verlegen können. Ob das Let's Play jetzt vielleicht gleich zu Ende ist mit Folge 3? Ganz ruhig, Herr Fenkel. Wir versuchen es nochmal. Ein bisschen Geduld muss man schon haben. Jetzt mache ich es mal anders. Ich fahre mal weiter raus. Ich fahre mal das Ding noch weiter raus da. Versuch's mal da hinten zu erwischen, das Teil. Will er gerade noch nicht. Ah, jetzt geht's aber. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bleibe jetzt hier hängen und komme nicht weiter. Das wäre ja tragisch gewesen. Dann hätte ich die vierte Folge gar nicht zeigen können. So, sollen wir das da runter machen? Lalalala, ich bin ein Gleisbauer. Ich habe so viel Spaß bei der Arbeit als Gleisbauer. Komm, fahr raus. Sehr gut gemacht. Steigen Sie nun aus dem Gleiskraftwagen aus und verbinden Sie die neuen Schienenstücke mit jeweils einem Notlaschenverbinder. Diese dienen dazu, den Schienen den nötigen Halt zu geben, bevor die Schienen zusammengeschweißt werden. Jawohl. Also. Aussteigen und wieder ein bisschen gerontenhaft rumlaufen. Wie so ein Geriatrie-Patient. Was haben wir denn hier? Leertaste. Ein Schienenpaar übrig. Wo denn? Habe ich da was vergessen? Komm, dreh mal um. Da haben wir zwei dran. Ah, da hinten. Ah. Hier noch, ne, oder? Ne, das wegnehmen. Wo habe ich jetzt was übersehen? Ach, warte mal. Ganz vorne vielleicht. Ja, natürlich! Das geht jetzt aber nicht, weil... Doch, geht. Na also, schrauben Sie jetzt die neuen Schienen mit Hilfe der Schraubmaschine an den Schwellen fest. Da müssen wir wohl aber erstmal ein Stückchen zurückfahren, ne? Vermute ich mal. Sonst wird das nichts. Auf geht's. Nicht vorwärts. Wir wollen rückwärts fahren, komm. Und Escape. Ja, ich will auch nicht während der Fahrt aussteigen. Bleib doch auch einfach mal stehen, du blöder Idiot. So. Da brauchen wir doch jetzt wieder die Schraubmaschine, ne? Moment mal. Sorry, ich hatte jetzt gerade einen kleinen Absturz. Oh nein. Ich hatte tatsächlich einen Absturz. Kacke! Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Kacke! Oh Gott.